Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, bei dem heute vorliegenden Gesetzentwurf geht es unter anderem darum, Länder und Kommunen beim Thema Integration nicht alleine zu lassen. Und das gilt ja insbesondere auch bei der wichtigen Frage der Finanzierung. Und grundsätzlich könnte es sich der Bund, könnten wir es uns auch hier im Deutschen Bundestag ja recht einfach machen. Aufs Grundgesetz verweisen und sagen, wir als Bund machen unsere Hausaufgaben, tun und finanzieren das, wofür wir zuständig sind, kümmern uns also um die Bekämpfung von Fluchtursachen, kümmern uns um Grundsicherung, um Integrationskurse, und Länder und Kommunen sind für die Aufnahme und Betreuung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern zuständig. Punkt aus. Aber, werte Kolleginnen und Kollegen, mit knapp 900.000 eingereisten Schutzsuchenden allein im Jahr 2015 handelte es sich eben damals um eine zweifelsohne außergewöhnliche Situation. Und ich finde, es war vollkommen richtig, dass wir bereits im Jahr 2016 eine besondere Entlastung von Ländern und Kommunen beschlossen haben und diese jetzt um ein weiteres Jahr verlängern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir bekennen uns damit erneut zu unserer gemeinsamen Verantwortung für eine nachhaltige Bewältigung der Folgen des erhöhten Flüchtlingszugangs im Jahr 2015. Und nicht zuletzt aufgrund dieser erheblichen Unterstützung durch den Bund hat sich ja auch die Finanzsituation in den Länderhaushalten übrigens äußerst positiv entwickelt. Das belegen die Zahlen der Länderhaushalte. Der Kollege Klaus-Dieter Gröhler hat ja auch bereits darauf hingewiesen, 2016 6,2 Milliarden Euro plus, 2017 12,4 Milliarden Euro plus, und für 2018 sieht es ja auch nach dem aktuellen Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums auch nicht schlecht aus, 19,6 Milliarden Euro plus. Und werter Kollege Schmidt, also ich komme da schon dann zu einem anderen Ergebnis. Ich glaube, man kann nicht behaupten, dass wir Länder und Kommunen vollkommen allein gelassen haben, wie Sie es gerade dargestellt haben. Ich finde, wir haben da eine gute Lösung gefunden, und wir von der SPD-Fraktion finden, dass wir diese Finanzierungsanteile des Bundes auch verlängern sollten im Jahr 2019. Im Übrigen, liebe Kolleginnen und Kollegen, erschöpft sich ja darin nicht der Beitrag des Bundes beim Thema Integration. Wir hatten ja gerade erst gestern und heute Nacht die Bereinigungssitzung des Bundestages, des Haushaltsausschusses des Bundestages. Da haben wir ja noch mal deutlich draufgelegt, beispielsweise beim Thema Integrationskurse plus 52 Millionen Euro oder auch bei der Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer plus 18,5 Millionen Euro, damit vor Ort die Betreuung und die Begleitung der Zugewanderten gut funktioniert. Denn ich glaube, ob Integration gelingt oder nicht, das entscheidet sich nicht nur, aber vor allem auch vor Ort. Herzlichen Dank. Letzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege Alois Rainer, CDU/CSU.